Willkommen zu einer frischen und neuen Runde Four Story. Ja, ich melde mich hier wieder nach der genialen Aufnahme Folge 200. Also mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht, mit euch zusammen zu spielen. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja, gut, man hätte das natürlich alles viel besser noch vorbereiten, planen können. Da gibt es immer wieder was Neues aufzubauen, auszubauen. Man kann sich immer nur noch verbessern. Aber ich denke mal, fürs erste Mal war es doch recht gut. Und ich habe das auch noch nie gemacht, per Skype aufgenommen. Deswegen entschuldigt, wenn da die Folge nicht ganz so richtig hundertprozentig perfekt ist. Aber ich denke mal, das macht es einfach auch aus, dass man halt so ein bisschen laienhaft teilweise auch rüberkommt, so ein bisschen stümperhaft und sich dann nach und nach verbessert halt wie im richtigen Leben. Oh, und was ich mir jetzt beim Nachhinein angucken festgestellt habe, dass ich euch so immer oft unterbrochen habe und mit ja und so weiter und so fort. Also wenn ihr euch da übergangen gefühlt habt, dann tut es mir echt leid. Ich wollte auch nicht irgendwie hochnäsig rüberkommen, aber wenn du hier so Selbstunterhalter bist und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich zurückzunehmen. Habe ich ja auch Probleme, sagen ja meine Freunde, wenn ich einmal im Quasseln bin, quassel ich ohne Ende und mich da zurückzunehmen. Nochmal sorry deswegen, ihr hättet mich auch einfach unterbrechen können. Ja, und auch sorry, dass da jetzt ein Tag Lücke war. Ich hoffe, dass ich das mit der heutigen Doppelfolge wieder wegmachen kann. Aber nun gut, jetzt hier erstmal zu der Post. Ich werde garantiert wieder eine Menge Post haben. Ah, das ist schön, das freut mich natürlich sehr, dass dir meine Let's Plays gefallen und dass du wieder angefangen hast zu spielen, finde ich natürlich Hammer. Also, das finde ich richtig gut. Und du warst ja auch bei der Aufnahme mit dabei. Also, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für alle. Also ich habe jetzt auch schon ein 100er Special hochgeladen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, während ich das aufnehme, ob ich schon die 100 Abonnenten geknackt habe. Werde dann einfach mal sehen. Auf jeden Fall ist es hochgeladen. Und sobald es da steht, 100 Abonnenten, wird es freigeschaltet und als Meilenstein 100 Abonnenten. Ey, während ich das aufnehme, es sind 96 Abonnenten, das ist so krass. Ich hätte nie damit gerechnet. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Es ist der Hammer, einfach nur der Hammer. Ich freue mich riesig, wirklich, dass ich euch damit auch sozusagen ein Geschenk bereiten kann und sagen, einfach für mich ist es einfach eine Freude, wenn ich jeden einfach auch ein Stück Spaß machen kann. Also, wie gesagt, einfach nur genial. So, das hatte ich, glaube ich, hier schon genommen. Geiles LP. Ach, hier hat er mir noch was geschenkt. Jo, du hast... Ach, da war bestimmt eine gute Stimme fürs LP. Danke, freut mich natürlich, aber... dass ich in deine Videos mit einbeziehe, kann ich gerne mal machen. Das schreibe ich mir jetzt, aber ich glaube, das hatte ich auch schon mal. So schreibe ich mir einfach mal den Namen hier auf. Es dauert jetzt natürlich ein bisschen. Es ist klar, dass ich es nach so einer Aufnahme jetzt aber ich glaube, da hatte mir auch eine Freundschaftsanfrage geschickt. Paul Tron Junior. Natürlich kann ich dich gerne mit einbeziehen. Machen wir immer. Und den kann ich ja jetzt auch löschen. Löschen? Löschen. So. Na gut, klar, dass die jetzt alle offline sind. Es ist ja doch ziemlich spät. 21.37 Uhr ist jetzt nicht so spät. So, genau, was ich jetzt machen wollte. Und zwar erstmal gehe ich zum Händler, weil ich
einige Sachen, wie zum Beispiel so Rüstungstränke eingelagert habe, dachte, die kann ich teuer verkaufen. Dabei kann man die sich normal beim Händler kaufen. Jetzt muss ich gucken, welche Rüstungstränke man normal beim Händler kaufen kann. Weil ansonsten mache ich mich ja lächerlich, wenn ich die dann für teures Geld anbieten will. Ach, siehst, ich habe ja was hier im Wahrsager, Beschwörung, Nachrichtenschriftenrolle. Na, nehmen wir mal hier alles mit rein. Warum kann ich die nicht stacken? Wahrsager, Beschwörung. Was sind. Ach, Cash-Shop-Sachen kann man nicht stacken. Na gut, okay. Auf jeden Fall jetzt ab zur. Nicht Item-Option. Konsumgüterhändler, Verbrauchsgegenstände. Das mal da mal gucken und dann muss ich mal gucken, welche Sachen ich im Cash-Shop habe, in der Ablage und sowas, so mit 200 Volk stackt, das kann ich ja dann zur Item-Auktion geben. Und zwar ich muss mir das immer aufschreiben. Kleiner Rüstungstrank, kleiner, dann der mittlere, der große und dann kommt der starke Rüstungstrank. Und bei Zauberschutztränken ist das kleiner, mittler, großer, starker Zauberschutztrank. Ist das genauso? Na gut, dann gehen wir jetzt mal zur Ablage. Nee, erstmal noch gucken. Ich habe ja hier noch ein bisschen Zeug, was ich dann einem auch erstmal verkaufen kann. Dass ich ein bisschen Money mache. Das hier geht weg. Das hier geht weg. Das hier geht weg. Oh, ich muss gleich mal niesen. Entschuldigt bitte. Oh, ich hoffe, ich habe mich wirklich noch schnell gemutet. So, aber ich habe hier wieder ein Kristall. Sogar den großen Kristall. Das ist ja noch besser. Also ich habe jetzt auch nicht vor, eine lange Aufnahmesession zu machen. Ich will jetzt bloß erstmal bis zum Wochenende überstehen, sage ich mal. Und am Wochenende will ich halt dann, nee, normaler Kristall habe ich nicht. Am Wochenende will ich dann halt eine längere Aufnahmesession machen. Ich zoome hier erstmal wieder ein Stück raus. Hier haben wir dann einen großen Kristall. Ich muss doch das langsam mal wissen, wo was ist. Juhu. Oh, aber irgendwie. Oh, ich muss mal kurz. Schlimm. Nase schnauben. So, wieder da. Versuchen wir es. Ach nee, komm, wir nehmen die 100 Silber. Hallo. Jetzt. So, okay, na dann, ach, doch nicht, erst doch nicht die Item-Option jetzt, sondern die Ablage. So, dann werfen wir jetzt hier den Edelstein rein. So, Mithril haben wir rein, ich muss das ja jetzt nicht sagen. Kein Platz. Schade, warum kein Platz? So, kann ich die Dinger hier reinwerfen? Nee, die will doch auch sicher jeder kaufen. Was ist eigentlich mit der hier? Was hast du mir da gegeben? Wille plus 1, Geschicklichkeit. Die ist nicht ganz so gut. Oh, und dann werde ich jetzt halt mal alles so rausholen. Und zwar den hier. Die Lichtrute, die wird er dann auch verkauft. Der mittlere Rüstungstrank. So, die Rune der
Bündelung, mal gucken. Ach so, das wollte ich ja hier rein. Rein. Hauen. So, dann die ganzen Halsketten und so weiter. Ich bin noch in der zweiten, oder? Zweite Fach. So, hier haben wir noch ein bisschen, hier haben wir noch ein bisschen was zum Stacken sozusagen. Oder irgendwo schon 200? Nee. Aber ich kann mal. Wie viel haben wir hier noch Platz? Ist zwar jetzt doof, 6 Stück. Also kann ich hier mal sechs Sachen rausnehmen. Könnt ihr. Ihr sagt jetzt vielleicht, was soll denn der Blödsinn? Aber ich finde, das ist kein Blödsinn, dass man dann alles wirklich. Hä? Ach, hier hatte ich blaue Kräuter. Was ist denn das nicht? Dann können wir noch. Haben wir hier noch. Irgendwo. Was drinne? Nee, na, dann machen wir hier mal den Reinigungstrank. Und dann kann ich dann noch hier reinlegen. Und dann bin ich hier voll. So, dann gehe ich jetzt zum Händler und verkaufe erstmal die Schutztränke und so weiter. Weil das wäre dann, was man sich wirklich halt auch selber herstellen und das auch. Ach, siehst du, ich wollte noch die Schneebälle einlagern. Naja, mal, was soll's? Was soll's? So, aber da gucke ich doch jetzt erstmal noch bei der Item-Auktion nach. Vielleicht kann man ja den da doch reinstellen, aber ich glaube dann nicht. Und zwar ist das der große Zauberschutztrank. Große Zauber. Ach, großer. Ach, Mann, immer so. Aber auch keine Auktion gefunden. Ja.